Hallo meine Lieben, ich bin's, euer Page Peter Michael Sanderow und ich berichte heute live von meinem Arbeitsplatz aus Deutschlands bekanntester und schönster TV-Lobby. Ja, es geht um die große stürmische Wichtelaktion. Ich bin ganz erstaunt, auch ich habe zahlreiche Geschenke bekommen, also ganz ehrlich, ich hätte nicht damit gerechnet. Das weiteste Geschenk, also mit dem weitesten Postweg, kam aus einer niederländischen Gemeinde und zwar von der Tanja Braff. Also herzlichen Glückwunsch, beziehungsweise ein herzliches Danke für dein Geschenk an mich. Natürlich geht es mir eigentlich genauso wie meinen Kollegen, sich nur für ein Geschenk zu entscheiden, ist leider Gottes doch ziemlich schwierig, aber zwei habe ich mir herausgepickt und darüber erzähle ich ein bisschen mehr. Das erste Geschenk kommt von dieser Dame hier, vielleicht sieht man es auch hier. Ein schönes, nettes Foto von uns beiden. Das entstand im September, also erst kürzlich, im Matheser Filmpalast bei der großen Kino-Preview zu unserer Musical-Folge. Und das lese ich jetzt mal vor. Es kommt von Gunda Busch. Lieber Michi, du sagst dir immer, dass du langsam das Alter für Stützstrümpfe erreichst. Ja, so sieht's aus. Ich bin 34. Das heißt, lange kann ich wohl nicht mehr Page sein. Dann bin ich dann auch in Rente. Naja, nun gut. Sie schreibt weiter. Fangen wir doch erst einmal mit Wollsocken an. Das sind diese hier. Ich möchte dir Danke sagen für deine Warmherzigkeit, für die netten und auch kritischen Worte, die du für uns Fans hast. Vielen Dank und liebe Grüße sendet dir und dem Pagen Peter eure Gunda. Also das heißt, die linke Seite, das ist der Michi, die rechte Seite, das ist der Peter, weil sie grüßt ja uns beide. Also herzlichen Dank, liebe Gunda. Und viele wissen es ja, dass ich ansonsten auch Kameramann bin und diese Wollsocken kommen definitiv bei einem Außendreh definitiv zur Geltung. Herzlichen Dank an dich. So, das nächste Geschenk ist, da hat es mir eigentlich die Sprache verschlagen. Ich fange mal an mit dem Brief. Man sollte es vielleicht auch richtig rumhalten. Also, ich fange mal an. Lieber Michi, von mir bekommst du heute deinen persönlichen Oscar überreicht. Du hast ihn dir verdient. Du hast eine tragende Rolle im Sturm. Stimmt. Und für mich ist Sturm der Liebe ohne dich undenkbar. Außerdem habe ich tiefsten Respekt vor dir. Trotz deinem stressigen Arbeitsleben setzt du dich privat für so vieles ein. Obwohl du oft mit deinen Kräften am Ende bist, läufst du Marathons und Benefizläufe, um anderen etwas Gutes zu tun. Und auch für uns Fans engagierst du dich mit vollem Einsatz. Ich bewundere dich dafür. Andere könnten sich da mehrere Scheiben von dir abschneiden. Mach weiter so, aber denk auch mal ein bisschen an dich. Ich wünsche dir eine besinnliche und hoffentlich stressfreie Adventszeit. Liebe Grüße, deine Jana. Und ich hoffe, dass jetzt mein Kollege, der Norman Kobalt, nicht in der Nähe ist. Er selbst ist ja auch Page, ihr wisst es ja, dieser kleine süße Fratz, der Löffler, der Niklas. Denn ich habe Folgendes geschenkt bekommen von der Jana. Sie hat es auch vorhin geschrieben. Und das eigentlich Tolle ist ja, guckt mal, was da drauf steht. Für den besten Pagen der Welt mit dem größten Herzen der Welt ist doch einfach goldig, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Norman, jetzt bitte nicht neidisch werden, aber es ist nun mal so. Also, damit bin ich auch schon am Ende angelangt mit dieser stürmischen Wichtelaktion. Ich wünsche euch allen eine besinnliche, fröhliche Weihnachtszeit. Schaut nicht auf die Waage, esst, was ihr wollt, Lebkuchen, Kekse, Schokolade, Weihnachtsgänse und so weiter. Abnehmen könnt ihr auch im kommenden Jahr. Also bleibt uns weiterhin treu, montags bis freitags, 15.10 Uhr im Ersten. Und ich kümmere mich jetzt mal um die Koffer. Also bis bald. Servus, euer Peter.